Guten Abend und herzlich willkommen. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung mit Ulrike Herrmann begrüßen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mehr als 400.000 Studierende der Wirtschaftswissenschaft lernen die falsche Theorie. Das meint jedenfalls Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin der Berliner Taz und Autorin des Buches »Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung«. Die neoklassische Wirtschaftstheorie, die überwiegend an den Universitäten gelehrt wird, ist für Frau Herrmann völlig realitätsfern. Die Theorie gefalle sich selbst mit mathematischen Modellen, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hätten. Alternativ dazu stellt Ulrike Herrmann die wichtigsten Theoretiker der Nationalökonomie der letzten drei Jahrhunderte vor: Adam Smith, Karl Marx und John Maynard Keynes. Sie sind die profiliertesten Vertreter ihrer Disziplin und werden trotzdem, so ihre Kritik, an den Universitäten kaum, falsch oder gar nicht mehr gelehrt. Am Beispiel dieser Protagonisten erklärt sie auf informative und spannende Art die Grundbegriffe der Volkswirtschaftslehre, die Grundzüge des Kapitalismus, seine Entwicklung und seine zentralen Themen, die auch bis heute immer wieder Diskussionsstoff liefern, und zeigt die Schwachpunkte des Neoliberalismus auf. Zum Abschluss meiner Ausführungen darf ich noch einige Anmerkungen zur Vita unseres Gastes machen. Ulrike Herrmann ist Wirtschaftskorrespondentin bei der Tageszeitung in Berlin. Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau besuchte sie die Henry-Nannen-Journalistenschule in Hamburg. Danach studierte sie Geschichte und Philosophie an der Freien Universität in Berlin. Anschließend arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Körperstiftung und Pressesprecherin der Hamburger Gleichstellungssenatorin Christa Sager. Im Jahre 2000 wechselte sie dann zur Taz, wo sie als Parlamentskorrespondentin, Leiterin der Meinungsredaktion und jetzt als Wirtschaftskorrespondentin arbeitet. Sie ist regelmäßiger Gast im Radio und im Fernsehen, wo sie nicht selten im ARD-Presseclub Rede und Antwort steht. Von ihr stammen auch die Bücher »Hurra, wir dürfen zahlen, der Selbstbetrug der Mittelschicht« und »Der Sieg des Kapitals«, die beide bei uns schon Thema waren. Jetzt freue ich mich allerdings auf den Vortrag »Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung«. Frau Herrmann, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass Sie alle da sind. Ich hoffe, dass man mich auch in dem anderen Raum sieht. Das kann ich von hier aus allerdings nicht beurteilen. Und dass Sie mich auch hören. Ja, also wenn ich Sie fragen würde, was die drei großen Themen sind, die die Volkswirtschaftslehre bearbeiten sollte, dann glaube ich, sind Sie alle meiner Meinung, dass es sich vor allen Dingen um die Themen handelt: Ungleichheit, das Thema Finanzmärkte, man könnte auch sagen, dass es viel zu viel Geld auf der Welt gibt, und natürlich die ökologische Frage, also die Knappheit und Endlichkeit von Umwelt und Rohstoffen. Und das Interessante ist aus meiner Sicht, dass auf diese drei zentralen Fragen die Volkswirtschaftslehre, die heute vor allen Dingen gelehrt wird, keine Antworten hat. Das liegt daran, dass im Augenblick in der Volkswirtschaftslehre eine Schule dominiert, die heißt auf ökonomisch oder bei den Ökonomen Neoklassik. Viele von Ihnen haben diesen Begriff vielleicht noch nie gehört, aber es ist ungefähr das Gleiche wie neoliberal. Was da der Unterschied ist, das werde ich jetzt nicht ausführen, aber immer wenn ich Neoklassik sage, können Sie für sich neoliberal übersetzen. Bevor ich weitermache, hätte ich jetzt schon mal eine kleine Umfrage. Ich wüsste gerne, wer von Ihnen hat Ökonomie studiert? Also im ganz weiten Sinne, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspädagogik, Wirtschaftsingenieur, egal was, Hauptsache, oder hat eine kaufmännische Ausbildung gemacht? Irgendwas mit Wirtschaft. Na, ich würde... Also ist so etwas schwierig zu sehen, aber ich würde sagen, ungefähr maximal 15%. Aber die anderen müssen keine Angst haben, ich erkläre das so, dass das jeder verstehen kann. Diese Neoklassiker, also der heutige Mainstream, ist absolut dominant. Es ist so, dass 85% aller Ökonomen weltweit gehören dieser Strömung an, und sie besetzen alle wichtigen Lehrstühle, alle Expertengremien, alle Zentralbanken. Das heißt, sie regieren total. Das ist deswegen ein Problem, und das ist eben auch dann das Thema meines Vortrags und wird Ihnen dann noch erklärt, dass in dieser Theorie der reale Kapitalismus, also das System, in dem wir in Wirklichkeit leben, überhaupt nicht vorkommt. Sondern stattdessen ist der Kern dieser Neoklassik eine Art Rückkehr
in ein fiktives Mittelalter. Also der Kern der Theorie ist, dass man permanent den Tauschhandel modelliert. Also es geht im Kern darum, wie tausche ich Birnen gegen Schuhe. Vielleicht werden Sie im Laufe meines Vortrages immer wieder denken, dass ich polemisch bin. Das bin ich nicht. Ich beschreibe nur, wie es wirklich ist. Also jedenfalls ist das eine Theorie, die so tut, als hätte es die Industrialisierung nie gegeben. Jeder Laie weiß, was an unserem Wirtschaftssystem wichtig ist. Also ich zähle jetzt mal ein paar Stichworte auf. Das sind Dinge wie Wachstum, Geld, Löhne, Gewinne, Investitionen, Technik, Großkonzerne, Banken, Finanzmärkte und auch die Spekulation. Alle diese Dinge, die zentral für unser Wirtschaftssystem sind, kommen in der herrschenden Theorie nicht zentral vor. Die kommen manchmal als Beiboot vor, aber sie dringen niemals in den Kern des Geschehens vor. Dass irgendetwas nicht stimmen kann mit der Theorie, die wir heute sozusagen in der Volkswirtschaftslehre dominant haben, haben auch Laien gemerkt, als es zur Finanzkrise ab 2008 kam. Denn da hat man ja selbst als Laie gespürt, dass es so war, dass die Ökonomen die Krise nicht haben kommen sehen. Als sie da war, konnte man sie nicht analysieren und Lösungen hatten die Ökonomen auch nicht. Jetzt konnten natürlich die Politiker nicht so tun, als hätte sich keine Finanzkrise ereignet. Es musste etwas geschehen. Und was dann passiert ist, ist, dass man eben zu einer Theorie zurückgekehrt ist, die 80 Jahre alt war, die noch aus der Weltwirtschaftskrise von 1929 stammte, die von John Maynard Keynes ist und die auch wieder funktioniert hat. Wenn das aber so ist, dass die herrschende Wirtschaftslehre bei einem so zentralen Ereignis wie der Finanzkrise nichts zu sagen hat und man stattdessen eben auf eine Theorie zurückgreift, die 80 Jahre alt ist, dann können Sie ganz sicher sein, dass 80 Jahre Forschung in Anführungsstrichen in der Volkswirtschaftslehre weitgehend umsonst waren. Tragischerweise ist es aber so gewesen, dass diese Finanzkrise ab 2008 weltweit sehr teuer war. Nicht da, wo, das hat Billionen gekostet, nicht Milliarden, sondern Billionen. Und eben noch schlimmer ist das, was auch schon angesprochen wurde. Weltweit werden immer noch Millionen von Studenten in dieser etwas absonderlichen Theorie indoktriniert. Und man kann das auch nicht anders nennen als Indoktrination, was an den volkswirtschaftlichen Fakultäten los ist. Denn die Studenten müssen die Lehrbücher auswendig lernen. Die meisten Studenten merken schon im zweiten Semester, dass das eigentlich alles nicht stimmen kann. Macht nichts, man muss diese Theorie bis zum Ende durchziehen. Wie gesagt, kam auch schon in der Einführung vor, im Augenblick sind ungefähr 430.000 Studenten im Fach Wirtschaft eingeschrieben. Alle diese Studenten, also anders gesagt, die studieren natürlich nicht alle Volkswirtschaftslehre, viele studieren die allermeisten Betriebswirtschaft oder Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftspädagogik oder andere Wirtschaftsthemen, aber egal, was die studieren, sie kommen eben auch immer mit der Volkswirtschaftslehre in Berührung und spätestens da werden sie dann von der Neoklassik eingeholt. So, also wie gesagt, alle diese Studenten werden in eine Theorie gezwängt, die so tut, als wäre der Tauschhandel auf einem Wochenmarkt das Wichtigste, was sich in unserer Wirtschaft ereignet. Zum Glück ist es so, dass die Studenten aufmüpfig werden. Vielleicht haben Sie davon auch schon in der Presse gelesen. Die kritischen Studenten haben ein Netzwerk Plurale Ökonomik gegründet, um eben diese einseitige Lehre zu reformieren. Sie haben auch inzwischen schon Texte verfasst, wo drin steht, was ihre Hauptkritikpunkte sind. Davon nenne ich nur die wichtigsten drei, weil die zeigen schon, wie schwierig das Fach Volkswirtschaftslehre im Augenblick ist. Also die Studenten kritisieren, dass sie nichts über Geld lernen in ihrem Studium. Das ist die völlige Wahrheit, aber das muss man sich mal vorstellen. Wir haben eine Geldökonomie und man lernt nichts über Geld. Sie würden nichts über Wirtschaftsgeschichte lernen und eben auch nichts über andere Wirtschaftstheorien. So, also ich fand, die Studenten haben absolut recht. Aber bisher gab es aus meiner Sicht eben keine Einführungsbücher, die leicht verständlich sind und unterhaltsam. Und das werden Sie noch merken, ich neige nicht zur Bescheidenheit. Deswegen dachte ich mir, okay, diese Bücher fehlen, dann schreibe ich sie eben. So, das Ergebnis waren dann die beiden Bücher, die schon vorgestellt wurden. Das eine war Der Sieg des Kapitals, also der Untertitel sagt alles, Geschichte von Wachstum, Geld und Krisen. Da geht es um die Realität des Kapitalismus, wie er sich entwickelt hat und wie er heute funktioniert. Und dann eben das zweite Buch, das ich heute vorstelle, nämlich ein Buch über die Geschichte der Theorie. Eben kein Kapitalismus ist auch keine Lösung, was wir von Smith, Marx und Keynes lernen können.
Jetzt kommt noch mal eine Umfrage. Auch bitte ganz ehrlich, Sie müssen nicht schummeln. Wir sind ja nicht die Dieselkonzerne. Also bevor Sie hierher gekommen sind, wer von Ihnen hatte vorher schon mal von Adam Smith gehört? Oh, also Sie sind gut. Ich habe auch schon Gruppen gehabt, da kannte nur die Hälfte Adam Smith, aber hier sind das ja fast alle. Okay, wer kannte Marx? Alle? Das ist immer so, 100% Marx in jeder Gruppe. Und wer hatte schon mal von John Maynard Keynes gehört? Auch fast alle. Okay, Sie kannten schon alle. Eine Freundin von mir, als sie gehört hat, dass ich über diese drei Ökonomen schreiben will, aber man muss sagen, sie ist Musikpädagogin, hat dann zu mir so ganz spontan gesagt, aber Ulrike, wer soll das denn lesen? Die sind doch schon alle tot. Und damit hatte sie natürlich absolut recht. Alle drei sind tot, also obwohl sie ja von ihnen schon gehört haben, jetzt vielleicht doch nochmal so einen Überblick über die Lebensdaten. Also Adam Smith war Schotte, stammte aus Edinburgh, hat auch sein ganzes Leben dort verbracht und lebte von 1723 bis 1790. Also Adam Smith ist wirklich ein Mensch des 18. Jahrhunderts. Dann Karl Marx wurde 1818, also vor genau 200 Jahren, in Trier geboren, deswegen natürlich auch ein Karl-Marx-Jahr jetzt, und starb dann 1883 im Exil in London. Und genau in dem Jahr, in dem Marx gestorben ist, wurde John Maynard Keynes geboren, also 1883. Er stammte aus Cambridge und hat eigentlich sein ganzes Leben auch dort verbracht und ist dann 1946, ziemlich bald nach dem Zweiten Weltkrieg, gestorben. So, was alle drei eint ist, und das möchte ich Ihnen dann ja auch erklären, alle drei waren Genies und alle drei haben die Ökonomie begründet und auch umgewälzt. Oder anders gesagt, ohne diese drei Denker gäbe es die moderne Volkswirtschaftslehre nicht. Nun ist aber das Erstaunliche, und das ist etwas Einmaliges, das gibt es in anderen Fächern nicht. In der Volkswirtschaftslehre werden die wichtigsten, in der heutigen Volkswirtschaftslehre werden die wichtigsten Denker eben ignoriert. Das möchte ich jetzt ändern. Deswegen, also was kann man von denen lernen? Um bei Smith anzufangen, über sein Leben weiß man ganz wenig. Und das liegt an Smith selbst. Also er wollte nicht, dass man irgendetwas über sein Privatleben erfährt. Und um das sicherzustellen, hat er eine Woche vor seinem Tod alle Dokumente verbrennen lassen. Alle Briefe und auch alle Werke, die fast fertig waren. Man weiß aus Briefen, die dann bei anderen, die er an andere geschrieben hat und die natürlich dann von den anderen doch aufbewahrt wurden, also die sozusagen das Radikalverbrennen hat nicht komplett funktioniert, weiß man, also aus diesen Briefen bei den anderen, dass einige wichtige Werke schon fast fertig waren, aber das flog alles ins Feuer. Smith wollte als Person verschwinden und nur über sein Werk wirken. Und man muss sagen, das ist ihm wirklich gelungen. Er ist der meistzitierte Ökonom aller Zeiten und das liegt daran, dass er eben 1776 ein Buch geschrieben hat oder veröffentlicht hat, das Sie alle kennen, das heißt Der Wohlstand der Nation. Und mit diesem einen Buch hat Adam Smith die Volkswirtschaftslehre begründet, was natürlich auch heißt, dass es diese Disziplin vorher nicht gab. Auch Adam Smith war natürlich kein Ökonom, das gab es ja noch gar nicht, sondern er war Philosoph. Und Sie wissen, das Gleiche galt auch für Marx. Auch Marx war kein Ökonom, sondern verstand sich selbst als Philosoph. Und interessanterweise war das sogar bei John Maynard Keynes so, dass er gar kein Ökonom war im eigentlichen Sinne, sondern promovierter Mathematiker. Daran sieht man, dass die Volkswirtschaftslehre erst sehr spät zu einem eigenen Fach wurde. Und das ist ein ganz langer Prozess. Und eine markante Zäsur war das Jahr 1903, denn da wurde dann Volkswirtschaftslehre ein eigenes Prüfungsfach an der Universität Cambridge. Bis dahin hatten die Ökonomen sozusagen irgendwie so eine Art Schattenexistenz bei den Juristen geführt. Aber gut, jetzt wieder zurück zu Adam Smith. Also wenn Smith heute leben würde, würde er wahrscheinlich auch hier vor Ihnen stehen, denn er wäre wahrscheinlich, würde er heute schreiben, wäre er wahrscheinlich Sozialdemokrat. Nicht? Heute gilt Adam Smith oft als der Vater der Liberalen oder der Neoliberalen, aber das ist ein Missverständnis. Also zu seiner Zeit war den Zeitgenossen völlig klar, dass Smith sozusagen ein Progressiver war. Und er wurde nicht von den Linken kritisiert, sondern von den Konservativen.
genau diese Konstellation erklärt auch, warum Karl Marx ein absoluter Bewunderer von Adam Smith war und alle Begriffe von Marx, die wichtig sind, hat er direkt von Adam Smith übernommen. Was auch erklärt, warum man, das sage ich jetzt noch nicht, sondern jetzt kommt wieder eine kleine Umfrage, und zwar zur Marx-Lektüre. Und diese Umfrage besteht aus zwei Teilen. Frage 1 ist, wer hatte Marx' Hauptwerk, das Kapital, schon mal in der Hand? Es reicht, also, es reicht, wenn Sie einmal reingeguckt haben und Seite 1 aufgeschlagen haben. Also nochmal hoch, wer hat Seite 1 aufgeschlagen? Na, ungefähr 70%. So, und jetzt kommt die Frage 2. Wer ist ganz hinten bei Seite 754 angekommen? Nein, noch 2 oder 3. Genau, 3 sind hinten angekommen. Ja, Sie können es sich denken, es lag nicht an Ihnen, sondern an Marx. Nicht? Das Kapital ist völlig falsch aufgebaut. Was man nicht versteht, also in Kapitel 1, Sie werden sich vielleicht noch erinnern, wenn man da aufschlägt, dann geht es irgendwie um die Ware. Man versteht nichts. Und das liegt daran, dass Marx eben da anfängt, wo Adam Smith aufgehört hat. Nicht? Und wenn man Adam Smith nicht kennt, dann weiß man gar nicht, was Marx eigentlich will. Die Folge war natürlich, weil das Kapital so falsch aufgebaut war, dass es auch schon im 19. Jahrhundert niemand gelesen hat, sondern dass dann Friedrich Engels sein Leben damit verbracht hat, Marx immer zu übersetzen für die Arbeiter und andere. Nicht? Und Engels hat dann immer so Kurzzusammenfassungen geschrieben und die wurden dann gelesen. Okay, aber jetzt wieder zurück zu Adam Smith. Wie gesagt, er hat die Volkswirtschaftslehre begründet. Man könnte auch sagen, er hat den Kapitalismus auf den Begriff gebracht. Dass das jetzt ausgerechnet ein Philosoph des 18. Jahrhunderts war, der zum ersten Mal bahnbrechend über den Kapitalismus geschrieben hat, lag einfach daran, dass Adam Smith Zeitzeuge war. Nicht? Der Kapitalismus, so wie wir ihn heute kennen, ist 1760 in England entstanden. Genau in dem Moment, den Sie auch aus Ihren Schulbüchern kennen, nämlich mit dem Beginn der Industrialisierung, als Textilunternehmer zum ersten Mal auf die Idee kam, Arbeitskraft durch Maschinen zu ersetzen und beispielsweise Webstühle und Spinnereien erst durch Wasserkraft und dann durch Dampfkraft zu betreiben. So, und weil eben dieser Kapitalismus begann, haben alle Zeitgenossen, auch Smith, wahrgenommen, dass etwas völlig Neues passiert, nämlich, dass es zum ersten Mal in der Weltgeschichte Wachstum gibt. Das muss man sich ganz klar machen. Bis dahin, bis 1760 in England, waren alle Wirtschaften weltweit und in der Geschichte immer stagnierende Ökonomien gewesen. Pro Kopf gab es kein Wachstum. Also das hieß, dass man in Europa im 18. Jahrhundert genauso reich, aber man könnte auch sagen genauso arm, wie die antiken Römer 2000 Jahre vorher war. Nicht? Pro Kopf keine Entwicklung. So, und plötzlich merkten die Engländer, darüber gab es dann auch jede Menge Flugblätter und Pamphlete und Auseinandersetzungen, dass sich etwas Seltsames abspielte, nämlich, dass sie alle reicher wurden, dass sogar die Tagelöhner in England deutlich reicher waren als die Tagelöhner in Frankreich. Nicht? In Frankreich hungerte die Landbevölkerung und in England konnte sich dann eben selbst ein Tagelöhner, wie das dann in diesen Pamphleten immer vorgerechnet wurde, sogar 2 Hemden leisten. Nicht nur das eine, das er trug, sondern er hatte auch noch ein zweites zum Wechseln. Das war damals sozusagen der Begriff von Reichtum. Daran sehen Sie schon, wie arm die Leute damals waren. Plötzlich aber merkt man gut, alle werden in England irgendwie reicher. Selbst die Tagelöhner konnten dann sogar schon Tee trinken. Und das ist dann auch die Leitfrage von Adam Smith. Wo kommt eigentlich dieses Wachstum her? Und genau deswegen hieß ja auch sein Buch Wohlstand der Nationen. Es ging genau um diese Frage. So, und Smiths Antwort war revolutionär. Wenn ich Ihnen jetzt die Antwort aber sage, dann werden Sie wahrscheinlich denken, hä, das weiß doch jeder. Aber damals war sie eben völlig neu. Was Adam Smith in seinem gesamten Buch zeigen will, ist nämlich, dass die Arbeit Quelle allen Reichtums ist und nicht, und das ist eben der Punkt, das Anhäufen von Gold und Silber. Denn das hatte man sich vorher vorgestellt, nicht? Dass der Reichtum einer Nation darin besteht, dass beim Fürsten in der Schatztruhe ganz viel Gold und Silber ist. Und Adam Smith sagt jetzt, das ganze Gold und Silber ist völlig egal, könnt ihr vergessen. Wichtig ist nur die Arbeit, also die laufende Produktion. Dass diese Erkenntnis, so banal sie Ihnen vielleicht erscheint, ist heute immer noch
unverändert aktuell. Die meisten Ökonomen haben das immer noch nicht verstanden. Denn was Adam Smith ja sagt, um das mal in modernen Begriffen auszudrücken, er sagt, Vermögen ist unwichtig. Es zählt nur die jährliche Wirtschaftsleistung, also das Bruttoinlandsprodukt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mal, darauf will ich jetzt gar nicht in die Tiefen gehen, aber um die Aktualität von Adam Smith nochmal zu erklären, wenn Sie zum Beispiel an die Euro-Krise denken, wenn es um Griechenland geht oder um Irland oder um Portugal, dann geht es ja immer darum, dass diese Länder Schulden zurückzahlen sollen. So, jetzt muss man sich aber mal klar machen, was Schulden sind. Schulden sind negatives Vermögen. Oder anders gesagt, die Schulden des einen ist das Finanzvermögen des anderen. Das heißt, was wir in der Euro-Krise machen, ist, wir reden die ganze Zeit über Vermögen. Und weil irgendwelche Schulden, das ist Geld von anno dazu mal, zurückgezahlt werden soll, lassen wir es zu, dass die Wirtschaftsleistung in der Eurozone negativ ist, nicht, dass wir lange in der Rezession waren, dass es kein wirkliches Wachstum gibt. Das heißt, wir machen genau den gleichen Fehler, den Adam Smith immer schon kritisiert hat. Alles kreist ums Vermögen und der eigentliche Reichtum, das Wachstum, die jährlichen Einkommen, die werden stranguliert. Nicht, wenn Adam Smith heute leben würde, würde er denken, was ist denn das hier für ein Wahnsinn? Dass wir aber jetzt immer um das Vermögen kreisen, liegt eben, und dass die meisten Ökonomen nicht verstehen, was Adam Smith gesagt hat, obwohl das jetzt schon 240 Jahre her ist, liegt eben daran, dass wir im Augenblick die Neoklassik haben als Mainstream. Und ich habe Ihnen ja erklärt, die Neoklassik beschreibt immer nur den Tausch, also wie man Birnen gegen Schuhe tauscht. Das ist nicht trivial, weil sondern in dem Moment, wo man den Tausch in den Mittelpunkt rückt, rückt man das Vermögen in den Mittelpunkt. Denn wenn man was tauscht, dann hat man Waren, die schon da sind. Und dann geht es nur noch darum, wie man das hin und her schiebt. Also für die, die Ökonomie studieren oder studiert haben, auf technisch ausgesprochen geht es bei der Neoklassik immer, das werden Sie sofort wiedererkennen, um die Allokation von knappen Ressourcen. Das ist sozusagen auf ökonomisch die Umschreibung für Tauschwirtschaft. So, und das heißt, wenn man immer nur das Vermögen sichtet, den Bestand, dann hat man ein völlig statisches Modell und die Dynamik des Kapitalismus, das Wachstum, das kann man weder sehen noch beschreiben. Und wenn man das Wachstum nicht sieht und auch gar nicht wichtig findet, weil man ja beim Vermögen immer hängt, dann ist natürlich auch klar, wie es in der Eurokrise passiert, dass man das Wachstum abwirkt und noch nicht mehr merkt, was man dabei macht. Gut, also Sie sehen, Adam Smith ist bis heute absolut revolutionär, weil er die Dynamik des Kapitalismus ins Zentrum gerückt hat. So, aber ich will jetzt hier kein Adam Smith Seminar halten, aber damit Sie so sehen, was er gemacht hat und wie wichtig er ist. Adam Smith ist auch derjenige gewesen, der als erster beschrieben hat, was wir heute auch alle völlig selbstverständlich finden, dass in einer kapitalistischen Wirtschaft sich Arbeiter und Unternehmer gegenüberstehen. So, was wir heute sozusagen Tarifauseinandersetzung nennen. Das war aber zu seiner Zeit ein völlig neuer Gedanke. Bis dahin hatten sich die Menschen das Gesellschaft sozusagen ganz anders vorgestellt und das war auch irgendwie plausibel. Die sind nämlich sozusagen nach Branchen vorgegangen. Also es gab die Landwirtschaft und da waren alle einsortiert, nicht? Der Hochadel, der das Land besaß, genauso wie der Tagelöhner. Dann gab es die Manufakturen, da waren auch alle drin. Also genauso der Manufakturbesitzer oder der Handwerker. Genauso eben wie sein Tagelöhner oder Lehrling. So, und erst Adam Smith kam und sagte, das ist völlig unwichtig, ob das jetzt ein Landbesitzer ist oder ein Manufakturbesitzer oder ein Handwerksmeister. Wichtig ist, dass die eben die Produktionsmittel besitzen. Das Wort Produktionsmittel kommt dann von Marx, aber es ist ja der gleiche Gedanke. Und wo die Tagelöhner arbeiten, die nur sich selbst verkaufen können oder ihre Arbeitskraft, ob die auf dem Land arbeiten oder in der Fabrik, ist eigentlich auch völlig unwichtig. Adam Smith, wie gesagt, ich rase jetzt mal ein bisschen dadurch, hat sich auch zum Beispiel mit einer Frage beschäftigt, die die Historiker bis heute umtreibt, nämlich, lohnt sich die Sklaverei ökonomisch? Zu seiner Zeit gab es ja Sklaven. Im 18. Jahrhundert wurden noch Millionen von Afrikanern nach Amerika verschifft. Es gab eine riesige moralische Debatte, dass das nicht geht, dass Menschen andere Menschen versklaven, so nach dem Motto, alle Menschen sind Kinder von Gott. Diesen Teil hat Adam Smith durchaus
unterstützt dieses Argument, aber hat ja gesehen, das funktioniert überhaupt nicht, denn trotz dieses moralischen Arguments werden ja weiter Millionen von Sklaven nach Amerika geschifft. Und deswegen hat er versucht, das mal ökonomisch anzugehen und sich zu fragen, ist das eigentlich ein gutes Geschäft? Ich gebe Ihnen nicht die Antwort, da müssen Sie mein Buch für kaufen. Aber er hat einen brillanten Beweis, der ist wirklich brillant, dafür, dass sich Sklaverei ökonomisch nicht lohnt und dass es eigentlich ein schlechtes Geschäft ist. Smith hat sich auch schon mit der Globalisierung beschäftigt, hat sich auch schon mit der Frage beschäftigt, die ja für Deutsche besonders aktuell ist, lohnen sich Exportüberschüsse? Seine Antwort vor 240 Jahren, völlig richtig, nein. Und besonders revolutionär, aber vielleicht auch unglaublich, auch wenn man die Stelle liest, Smith konnte sehr gut schreiben, ist, wo er ganz klar und in aller Radikalität gesagt hat, dass es nicht die Leistung und auch nicht die Intelligenz des Einzelnen ist, die am Ende entscheidet, ob jemand Arbeiter, Unternehmer oder Philosoph wird, sondern seine Theorie war oder seine These, die wir heute ja auch alle teilen würden, entscheidend ist die Herkunft. Auch ein intelligentes Arbeiterkind bleibt Arbeiter, weil die Eltern Arbeiter sind. Und das hat er damals eben schon skandalisiert, dass die Herkunft entscheidet, was man wird, dass Intelligenz nicht zählt. Und er hat dann damals eben schon vorgeschlagen, was wir heute auch richtig finden, um da diesen Missstand zu bekämpfen. Nicht? Er hat eine Schulbildung für alle gefordert, die vom Staat bezahlt wird. Das klingt für uns normal, aber man muss wissen, dass erst 100 Jahre später die allgemeine Schulpflicht in England eingeführt wurde. Und genauso revolutionär war die Idee, die Smith hatte, wie man das Ganze finanziert, nämlich durch eine progressive Einkommensteuer. Also die Reichen sollten mehr zahlen als die Armen. Und auch das ist in England erst 100 Jahre später eingeführt worden. So, jetzt höre ich aber auf mit Smith. Denn so genial er war, er hatte Grenzen, die einfach mit seiner Lebenszeit zusammenhingen. Also ich habe Ihnen ja erzählt, dass Smith 1790 gestorben ist. Das heißt, er hat nur den frühen Kapitalismus erlebt. Was er noch nicht gesehen hat, was es zu seiner Zeit überhaupt nicht gab, es gab keine Großkonzerne, sondern diese Textilfabriken, die in seiner Zeit existierten, das waren alles kleine, sehr kleine Fabriken, mit im Durchschnitt maximal, und das war dann schon viel, 100 Angestellten. Und was er natürlich auch nicht miterlebt hat, ist der Einsatz von Technik. So wie wir das heute kennen, er hat noch nicht mal die Eisenbahn miterlebt, denn die erste Eisenbahn ist 1825 in England eingesetzt worden. Das heißt, was Smith gar nicht beschreiben konnte, ganz einfach, weil er es gar nicht gesehen hat, war, wie die Technik den Kapitalismus verändert und vorantreibt. Und das ist eben die größte Leistung von Karl Marx, nicht? Er hat als erster beschrieben, wie die technische Dynamik den Kapitalismus prägt. Also das Hauptwerk, in dem das dann alles nachzulesen ist, ist eben Das Kapital, Band 1, 1867 erschienen. Und was Marx da drin beschreibt, ist eben, um es mit einem Wort von Marx auszudrücken, die Dialektik des Kapitalismus. Wir würden heute statt Dialektik vielleicht eher sagen, das Paradox des Kapitalismus. Jedenfalls, was Marx da beschreibt, ist, dass ausgerechnet der Wettbewerb dazu führt, dass am Ende kein Wettbewerb mehr übrig ist. Und den Prozess, den er beschreibt, ist genau der, den wir heute auch noch haben. Also die Konkurrenz führt dazu, dass jede einzelne Firma permanent in ihre Produktivität investiert. Also es werden immer mehr Maschinen eingesetzt, um billiger mehr Waren herzustellen. Was aber dazu führt, dass irgendwann der Markt gesättigt ist. Es sind so viele Waren da, dass die gar nicht mehr abgesetzt werden können. Und spätestens in dem Moment kommt es zu einem Verdrängungswettbewerb. Also wie Marx das dann auch gesagt hat, ein geflügeltes Wort, das wir heute alle kennen, die Großen fressen die Kleinen. Und das ist ein Systemzwang, das hat Marx auch schon richtig beschrieben. Es ist einfach so, dass je größer man eine Fabrik ist oder je mehr Technik eingesetzt wird, desto billiger ist das einzelne Stück, das hergestellt wird. Und das heißt, und wenn dann so ein Verdrängungswettbewerb einsetzt, der sich über den Preis entscheidet, dann müssen die Größeren siegen, weil sie einfach durch den technischen Fortschritt oder durch ihre schiere Größe einfach billiger sein können. Heute im modernen Ökonomendeutsch heißt das dann Skalenerträge. So, und was Marx eben auch schon richtig gesehen hat, und das ist eine ganz große Leistung von Marx,
dass das jetzt keine böse Intrige von bösen Kapitalisten ist. Nicht? Marx hat sich vollkommen dagegen gewehrt, den Kapitalismus moralisch zu beschreiben oder irgendwelche Wertungen da abzugeben nach dem Motto, die einen sind gut und die anderen sind böse, sondern er wollte die Systemlogik in diesem Wirtschaftssystem beschreiben. Und für ihn war völlig klar, dass jeder einzelne Kapitalist unbedingt investieren muss in die Maschinen, sonst würde er ja untergehen und sofort verdrängt. Aber am Ende führt dieser Wettbewerb eben dazu, dass das Oligopol dominiert und dass nur noch wenige Großkonzerne übrig bleiben, die dann eben alles kontrollieren, von den Rohstoffen bis zum Absatz. Übrigens Marx, das sollte man vielleicht auch noch sagen, hat diese Konzentration im Kapitalismus mit Freude gesehen. Weil seine Idee war, okay, wenn es am Ende nur noch wenige Großkonzerne gibt, dann muss man ja nur noch diese wenigen Unternehmer enteignen und dann hat man den Kommunismus. Also um es mit Marx zu sagen, expropriiert die Expropriateure. Das steht ganz hinten im Kapital und gehört auch zu den wirklich lustigen Stellen. Gut, man muss sagen, das wissen wir heute alle, es ist nicht so gekommen, die Großkonzerne sind immer noch da. Von Kommunismus weit und breit nichts in Sicht. Aber das schmälert jetzt nicht die Genialität dieses Gedankens, denn das muss man sich ja klar machen, als Marx das Kapital 1867 veröffentlicht hat, da war das eigentlich eher eine Prognose. Nicht? Auch zu Marx-Zeiten war der Kapitalismus ja immer noch rückblickend gesehen, mehr oder minder in seinen Anfängen. Und trotzdem hat Marx mit dieser Prognose eben absolut Recht behalten. Und damit Sie mal sehen, wie recht, lese ich Ihnen jetzt ein paar Zahlen vom Statistischen Bundesamt vor. Das ist sozusagen der aktuelle Zustand in Deutschland. Da ist es so, dass weniger als 1% der Firmen im Augenblick 68% des Umsatzes kontrollieren. Als ich diese Zahl zum ersten Mal nachgeschlagen habe, die steht jedes Jahr im Statistischen Bundesamt, und als ich das zum ersten Mal gemacht habe, das war 2013, da war es so, dass 1% der Firmen 65% des Umsatzes kontrolliert haben. Das heißt, wir haben immer noch eine Dynamik, nicht? Also der Prozess der Konzentration ist noch gar nicht abgeschlossen. Denn wie gesagt, jetzt sind es nicht mehr 65%, sondern 68% des Umsatzes, die von diesem 1% der Firmen kontrolliert wird. Das heißt, wir haben eine extrem konzentrierte Wirtschaft, was man auch daran sieht, dass es ganz, 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 ganz viele Kleinbetriebe gibt, also so Firmen mit bis zu 10 Angestellten. 81% aller Firmen in Deutschland sind diese Kleinbetriebe. Aber gemeinsam kommen sie, alle diese 81%, auf 6% des Umsatzes. Da sehen Sie eben, wie sehr die Wertschöpfung sich bei ganz wenigen großen Firmen konzentriert. So, das Interessante ist aber, dass diese Realität, dass wir hier Großkonzerne haben, die auch längst transnational, also grenzüberschreitend aktiv sind, das kommt in diesen Mainstream-Modellen der Neoklassik nicht vor. Sondern stattdessen ist der Kern der Theorie, dass es angeblich perfekten Wettbewerb gibt zwischen ganz vielen Anbietern oder ganz vielen kleinen Firmen. Und auf diesem Markt, von dem dann da immer die Rede ist, herrscht eigentlich auch immer schönes Gleichgewicht. Nicht? Und in Wahrheit muss man aber ja nur aus dem Fenster gucken, um zu sehen, dass von Gleichgewicht nicht viel zu sehen ist, sondern eigentlich von permanenter Krise. So, jetzt, was aber bei Smith und bei Marx noch fehlte, war das Geld. Nicht Marx, das, ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute, die das hier anders sehen, aber meine These oder Meinung ist, Marx hatte keine Geldtheorie, die in irgendeiner Weise funktioniert hätte. Damit Sie sich das mal vorstellen, wie Marx sich das so dachte. Zu seiner Zeit gab es ja noch Goldmünzen. Und Marx dachte, dass das Geld deswegen Wert hat, weil man das Gold ja aus dem Boden schürfen muss, man muss die Münze prägen, man muss das Gold auch transportieren. Also Marx dachte, dass die Goldmünze Wert hätte, weil darin verkörperte Arbeit symbolisiert ist. Dann kam aber schon zu Marx' Lebzeiten der Geldschein auf. Nicht? Die ersten Banknoten wurden gedruckt und auch Marx war irgendwie klar, dass ja eine Banknote völlig anders funktioniert. Also um das jetzt mal auf das Heute zu transponieren, wenn Sie einen 500-Euro-Schein haben, dann ist der 500 Euro wert, obwohl die Herstellung dieses Euroscheins maximal 2 Euro kostet.
Und da hat sich natürlich auch Marx schon gefragt, wie das jetzt eigentlich sein kann, dass eine Banknote, die nichts kostet in der Herstellung, trotzdem Wert hat. Und eigentlich ist er an dieser Frage komplett gescheitert. Jetzt muss man aber wieder sagen, das ist für Marx nicht peinlich. Denn die Konkurrenz im 19. Jahrhundert, die liberalen Ökonomen, hatten auch keine Geldtheorie. Es hatte einfach niemand eine funktionierende Geldtheorie, sondern das ist erst im 20. Jahrhundert entwickelt worden. Und eine der besten und auch wichtigsten Theorien stammt eben von John Maynard Keynes. So, hier kennen ja alle Keynes oder fast alle. Deswegen wissen Sie, dass Keynes so oft als linker Spinner abgetan wird, der angeblich immer nur die Staatsausgaben aufblähen will. Und an dieser Beschreibung ist wirklich nichts wahr. Und das fängt schon damit an, dass Keynes überhaupt nicht links war, sondern konservativ. Keynes wollte die Welt retten, in die er selbst hineingeboren war. Und dass er dachte, dass die Welt, seine Welt gefährdet ist, lag eben daran, dass er die Weltwirtschaftskrise 1929 miterlebt hat, wo man tatsächlich das Gefühl haben konnte, dass der Kapitalismus an sein Ende kommt. So, und Keynes, das muss man sich ganz klar machen, stammte aus der absoluten Elite. Es gibt eigentlich keinen Ökonomen weltweit, der so sehr aus der Elite stammte wie Keynes. Damit Sie sich das mal ein bisschen vorstellen können, kommt jetzt ein kleiner biografischer Abriss. Also der Vater von Keynes war auch schon ein angesehener Ökonom in Cambridge. Die Mutter muss eine sehr eindrucksvolle Frau gewesen sein, war jedenfalls später die erste weibliche Bürgermeisterin in Cambridge. Der Schwager hat einen Nobelpreis für Medizin bekommen. Und der Bruder, das war in Zeiten, wo man dynastisch gedacht hat, total wichtig. Der Bruder hat es also geschafft, mit einer Enkelin von Charles Darwin verheiratet zu sein, dem Entdecker der Evolution. So, und die Eltern haben von ihrem ältesten Sohn, eben John Maynard, das Maximum erwartet. Die Eltern waren wahnsinnig ehrgeizig. Und trotzdem hat es Keynes geschafft, noch alle Erwartungen seiner Eltern zu toppen. Also Keynes war dann mit einem Stipendium in Eton, das ist die wichtigste Privatschule in England. Dann war er natürlich auch in Cambridge. Danach war er lebenslang Dozent am King's College, das ist natürlich das wichtigste College in ganz Cambridge. Er hat alle Premierminister seiner Lebzeit beraten und er war auch Mitglied der Künstlergruppe Bloomsbury. Das ist die Künstlergruppe, die um die Autorin Virginia Woolf gekreist ist. So, das heißt, wie es ein Biograf ausgedrückt hat, und der hat damit absolut recht, also es gab eigentlich keine Minute in dem Leben von John Maynard Keynes, wo er nicht von ganz oben auf den Rest seiner Mitbürger herabgeblickt hätte. Aber vielleicht noch wichtiger ist, was wenig bekannt ist, aber alles entscheidet, Keynes war professioneller Spekulant. Er war zwar, das habe ich Ihnen ja schon erzählt, Dozent in Cambridge, und er hatte eigentlich auch gut verdient, aber Keynes selbst war dieses Universitätsgehalt zu kümmerlich. Also ist er an die Börse gegangen und er hat das so gemacht wie auch die Banken. Er hatte ein Depot in London und er hatte ein Depot an der Wall Street, also in New York. Und bevor er überhaupt aufgestanden ist, hat er erstmal mit seinen Maklern telefoniert. Er war letztlich ungemein erfolgreich, also als er gestorben ist, 1946, hat er umgerechnet 22 Millionen Euro hinterlassen. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil dessen, was er verdient hat. Denn er musste ja immer seine Künstler unterstützen, da in der Bloomsbury Group, die waren alle ziemlich verarmt. Und er hat auch Privatprojekte realisiert, zum Beispiel hat er auf eigene Kosten ein Theater in Cambridge gebaut, weil er mit einer russischen Ballerina verheiratet war und fand, dass die einen Auftrittsort braucht. Genau, jedenfalls gehörte zu dieser professionellen Börsentätigkeit, dass Keynes nicht nur in Aktien spekuliert hat, sondern eben auch vor allen Dingen mit Währungen und Rohstoffen. Und damit Sie mal so einen Eindruck bekommen, eine kleine Liste von 1923, da hatte er also Baumwolle, Blei, Zinn, Zink, Kupfer, Gummi, Weizen, Zucker, Jute und Leinöl in seinem Depot. Jetzt ist natürlich völlig klar, dass wenn man beispielsweise mit Leinöl spekuliert, man jetzt nicht Fässer von Leinöl bei sich im Keller haben will. Man will auch nicht irgendwelche Baumwollballen bei sich auf dem Speicher, sondern man spekuliert mit diesen Rohstoffen sozusagen virtuell, nämlich mit Derivaten. Ich will jetzt nicht erklären, was Derivate sind, aber das sind die Wettgeschäfte, die die heutigen Investmentbanker auch noch benutzen. Und genau diese Derivate hat Keynes auch schon eingesetzt und von ihm gibt es auch von 1923
einen sehr guten Text darüber, wie man mit Derivaten auf Währungen spekuliert. So, das heißt, und das muss man sich ganz klar machen, Keynes ist der einzige Ökonom, den es gibt bisher, der nicht nur sehr aus der Elite kam, sondern der auch selber immer auf den Finanzmärkten war. Es gibt sonst keine spekulierenden Ökonomen, schon gar keine, die da erfolgreich waren. Und das, ja, es gibt einen Nobelpreisträger, der auch noch lebt, Myron Scholes, der hat einen Schaden von 5 Milliarden Euro hinterlassen. Aber dass man erfolgreich war, ist eher selten. So, und gerade weil Keynes eben die Finanzmärkte kannte, hat er eine umfassende Theorie des Geldes und der Finanzmärkte hinterlassen. Und genau deswegen ist Keynes eigentlich so ungemein aktuell. Es gibt keinen Ökonom, der aktueller wäre. Und das macht den Wahnsinn eben so erstaunlich, nicht, dass die Neoklassik heute denkt, sie könnte ihn ignorieren. Sondern der Kern der Theorie von Keynes ist eben, wie der Kapitalismus durch die Finanzmärkte gesteuert, getrieben und eben auch ruiniert wird. Und weil er eben Spekulant war, wusste er, wie gefährlich die Finanzmärkte sind. Und er wollte die Finanzmärkte entmachten und das Finanzcasino, das ist übrigens auch ein Wort von Keynes, wieder schließen. Und es ist wirklich nicht zu pathetisch, sondern die helle Wahrheit zu sagen, dass Keynes sein Leben geopfert hat, um die Finanzmärkte zu entmachten. Und zwar, darauf komme ich gleich noch, wollte er ein Weltwährungssystem installieren. Es war so, dass Keynes seit 1937 schwer herzkrank war. Er hatte eine bakterielle Infektion mit Streptokokken. Die könnte man heute mühelos mit Antibiotika heilen. Aber zu seiner Zeit gab es eben noch kein Antibiotikum. Das heißt, damals konnte man, wenn man solch eine Krankheit hatte und sie festgestellt wurde, nur noch eins machen, nämlich sich ins Bett legen und hoffen, dass man diese Krankheit überlebt. Aber man musste sozusagen dauerhaft im Bett liegen, man durfte gar nicht wieder aufstehen. Und Keynes hat dann auch 2 Jahre im Bett gelegen, aber dann kam ja, wie wir alle wissen, der Zweite Weltkrieg. Und dann ist Keynes doch wieder aufgestanden und der Arzt war natürlich total entsetzt, aber darauf hat Keynes gar keine Rücksicht genommen. Und dann ist Keynes wieder, wie schon im Ersten Weltkrieg, ständig in die USA gefahren, um die Kriegskredite der Engländer mit den Amerikanern zu verhandeln. Also die Engländer alleine hätten ja nie das Geld gehabt, gegen Deutschland zur Wehr zu setzen. Das Geld kam immer aus Amerika und diese Kriegskredite hat immer Keynes verhandelt. So, dann waren aber 1943 war das mit den Kriegskrediten längst vorbei, aber Keynes ist immer weiter in die USA gefahren, obwohl er eigentlich zu Hause im Bett liegen sollte, um eben zu erreichen, dass es ein Weltwährungssystem gibt. Weltwährungssystem meint, dass alle wichtigen Wechselkurse, also die Wechselkurse zwischen wichtigen Währungen, fixiert sind. Dass man also, das bedeutet natürlich, dass man nicht mehr mit Währungen spekulieren kann. Also damit Sie so einen Eindruck bekommen, also, lange Zeit zum Beispiel war die deutsche Mark, die D-Mark, gegen den Dollar fixiert in dem Sinne, dass man 4,20 Mark zahlen musste für einen Dollar. Nicht? Das war ein Festkurs, der galt. Und wenn irgendjemand davon abweichen wollte oder Spekulanten antrabten, dann haben beide Zentralbanken, also die FED und die Bundesbank, haben eingegriffen, um diesen Kurs zu verteidigen. Jedenfalls hat Keynes genau an der richtigen Stelle angesetzt. Also die Devisenspekulation ist das Herz der Spekulation. Wenn man die Devisenspekulation, also die Währungsspekulation, beendet, dann sind die Finanzmärkte weitgehend beruhigt. Und der Punkt ist eben, dass das System, das Keynes ausgearbeitet hat, funktioniert hätte. Und wenn man es in der Eurozone angewandt hätte, hätten wir auch keine Eurokrise. Blöderweise war es aber so, dass Keynes ja Brite war und dass, aber das wissen wir alle, der Zweite Weltkrieg von den USA gewonnen wurde. Die USA waren dann am Ende die militärische und auch ökonomische Supermacht. Und die USA wollten ein anderes Weltwährungssystem, nämlich eins, das an den Dollar gekoppelt ist und ans Gold. Das war dann Bretton Woods, davon haben Sie vielleicht mal gehört, das dann spektakulär ab 1971 zusammengebrochen ist, weil beides nicht funktionierte, weder die Golddeckung noch diese Kopplung an die Leitwährung Dollar.
So, über das Weltwohnungssystem könnte ich auch ganz viel erzählen, aber es steht hier alles in meinem Buch. Ich möchte jetzt doch langsam zum Schluss kommen. Bleibt die Frage, nicht, wenn Smith, Marx und Keynes so wichtig waren, und ich hoffe, dass Sie jetzt alle überzeugt sind, dass wir es da mit drei Genies zu tun haben, dann ist natürlich das Rätsel, wieso werden nun ausgerechnet diese drei Ökonomen in der heutigen Volkswirtschaftslehre so ignoriert und warum hält der Mainstream an einer Theorie fest, die offensichtlicher Unsinn ist. Um nochmal die zwei Kernannahmen zu beschreiben, die da eine zentrale Rolle spielen. Das eine ist eben, es wird vom perfekten Wettbewerb ausgegangen, aber draußen, das wissen wir, herrschen Großkonzerne. Und das andere ist eben die Idee, dass der Markt irgendwie zum Gleichgewicht tendiert. Und wir wissen alle, dass der Kapitalismus von Krisen geschüttelt wird. So, und dass also die Realität irgendwie nicht vorkommt oder eben immer nur am Rand, das liegt daran, das klingt vielleicht etwas erstaunlich, aber so ist es, die Realität ist unwichtig, sondern was viel wichtiger ist, ist das mathematische Modell. Und das liegt daran, dass viele Volkswirte die Idee haben, sie würden eine Variante der Physik betreiben. Sie würden also eine Naturwissenschaft verfolgen und es ginge bei ihnen um Wahrheit. Nicht? Also die unumstößlich ist, weil man es dann mathematisch bewiesen hat. Sie verstehen also nicht, dass die Volkswirtschaftslehre eine Gesellschaftswissenschaft ist, wie beispielsweise die Soziologie, die Politologie oder auch die Geschichtswissenschaft. Also eine Wissenschaft, die versucht, reale soziale Zustände zu beschreiben von einem System, das historisch gewachsen ist und das es auch erst seit 1760 gibt und das sich ja auch ständig verändert. Nein, stattdessen soll das also eine Naturwissenschaft sein wie die Physik. Und das hat aber Folgen. Denn wenn man jetzt sagt, wir beschreiben hier objektiv Wahrheiten, dann entsorgt man ein ganz leidiges Thema, nämlich das Thema Macht oder Verteilung. Nicht plötzlich, wenn man davon ausgeht, dass es ein Gleichgewicht gibt, das man irgendwie auch noch mathematisch beweisen kann, dann ist es ja gar keine politische Frage mehr, warum einige reich und viele arm sind. Denn die Behauptung ist dann, jeder bekommt, was ihm zusteht. Nicht die Ungleichheit, die man feststellt, ist dann ein angebliches Naturgesetz. So, man muss jetzt gar kein Verschwörungstheoretiker sein, um festzustellen, dass so eine Theorie, wo man quasi naturwissenschaftlich beweisen kann, dass die Reichen zu Recht reich sind und der Rest leider nur niedrige Löhne akzeptieren muss, dass so eine Theorie für Privilegierte und für Unternehmen außerordentlich bequem ist. Was natürlich dann wiederum erklärt, warum diese Theorie sehr viele Drittmittel bekommt. Also das wurde natürlich dann auch schon untersucht, nicht von Ökonomen, sondern von Soziologen. War eine sehr nette Untersuchung, am Beispiel von Harvard. Nicht? Harvard ist eine Elite-Universität in den USA und da sind ja nur Elite-Professoren. Die unterrichten natürlich aber unterschiedliche Fächer. Also es gibt ja einen Literaturwissenschaftler und es gibt Physiker und es gibt Ökonomen, es gibt Juristen und so weiter. Und dann wurde eben geguckt, wer verdient am meisten. Da kam raus die Volkswirte, weil die hatten ja nicht nur das Geld aus der Universität, das hatten ja alle, sondern sie hatten auch noch ganz viele Drittmittel. Zum Beispiel Beratungsverträge bei Investmentbankern, Beratungsverträge bei großen Unternehmen. Und das lohnte sich richtig, Neoklassiker zu sein. Das war der schnellste Weg zum Millionärsdasein. Kurz und gut, es lohnt sich, auch materiell Neoklassiker zu sein. Und da die USA inzwischen dominant sind, weltweit in der Theoriebildung, ist diese Art von Ökonomie auch auf Deutschland übergeschwappt. Das ist natürlich jetzt leider eben nicht nur ein Glasperlenspiel an der Universität, sondern die Ökonomie ist ja dummerweise ein besonderes Fach, das es auch in dieser Form sonst nicht gibt. Physiker beispielsweise beschreiben ja erstmal die Welt. Aber bei den Ökonomen ist es so, dass man ja nicht nur die Wirtschaft beschreibt, sondern gleichzeitig wird ja ständig politisch beraten, wie man die Wirtschaft gestalten und politisch steuern soll. Das heißt, wenn man die falsche Theorie hat, dann hat man eben auch die falsche Praxis.
Und das kann man klar sehen. Alle, die in einer Bank arbeiten, ich frage jetzt nicht, wie viele von Ihnen bei einer Bank sind, das erlasse ich Ihnen, aber alle, die bei einer Bank sind, wissen ganz genau, dass die nächste Finanzkrise garantiert kommt und dass nur noch eine Frage ist, was sie auslöst. Und deswegen ist es eben so wichtig, weil diese nächste Finanzkrise werden wir wieder alle bezahlen. Deswegen kann man auch als normaler Bürger eben nicht mehr ignorieren, was sich in der Theorie tut, sondern tatsächlich, jeder sollte wissen, was Smith, Marx und Keynes gedacht haben. Ja, vielen Dank. Und jetzt dürfen Sie alles fragen, auch Sachen, die ich gar nicht erzählt habe. Ja, auch Dinge, die noch im Buch stehen. Ja, Feuer frei. Ich bitte um Wortmeldungen. Ja, vielleicht sammeln wir auch am besten so ein paar, nicht? Ich schreibe ja mit. Nee, ich schreibe mit. Ja, okay. Ich habe immer so meine Skizzen. Ach so. Der Herr da in der Mitte, dann der Herr Meier, ja, noch eine dritte. Aber erstmal, Sie können ja erstmal da in der Mitte. Ich habe eine Frage. Sie haben ja gesagt, dass es so ist, dass das gar nicht mehr gelehrt wird, also die Theorie von Keynes. Ja. Also ich habe mal Politikwissenschaft studiert und da haben wir politische Ökonomie gemacht. Da wurde uns Keynes beigebracht. Genau. Okay, sehr gut. Vielen Dank, dass Sie das... Genau. Die EZB betreibt ja seit einigen Jahren eine Nullzinspolitik, die noch zu Negativzinsen bei Guthaben geführt hat und die sozusagen auf der Ebene von Geldanlegern oder Versicherungen eigentlich dramatische Folgen hat, negativer Art. Welchen Sinn hat eigentlich diese Nullzinspolitik? Können Sie das erläutern? Ja, okay. Sie müssen immer das Mikro haben, weil ja sonst im Nachbarraum keiner was versteht, was Sie fragen. Die sehen Sie ja nicht. Ja, Sie. Aber ich bin Frau Schmauser, war gut. Also, beide haben den gleichen Akzent. Also ich wollte gerne fragen, warum dann kein Kapitalismus auch keine Lösung darstellt. Ja, auch eine gute Frage. Den Herrn, der Ja, guten Tag. Also vor 25 Jahren habe ich ein paar Prüfungen geschrieben, Volkswirtschaftslehre. Ich bin von Beruf Diplomkaufmann. Volkswirtschaftslehre war nie mein Steckenpferd, aber ich möchte jetzt auch für die Volkswirtschaftslehre auch mal eine Lanze brechen. Also so schlimm, wie Sie es dargestellt haben, ist es leider nicht. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, dass die Volkswirtschaftslehre erklärt, die Elastizität zwischen Zins und Investition. Das heißt, ist es schlimm, wenn der Zins steigt für die Investitionen oder ist es nicht schlimm? Und solche Fragen werden da durchaus geklärt und auch aus unterschiedlichen Sichten. Jetzt kann man sich noch Gedanken machen, welche Sicht ist die richtige? Aber die Welt wird tatsächlich nicht aus einer Perspektive gesehen, sondern eben aus mehreren denkbaren möglichen. Okay. Ja, also... Entschuldigung, ja? Jetzt würde ich sagen, kommen wir zur Beantwortung und dann kommt die nächste Runde. Ja, genau. Also Sie können, also ich kann den ganzen Abend hier stehen. Also Sie, das, ich will nichts abwürgen, aber ich denke schon, vier Fragen reichen vielleicht erstmal. Ja, die erste Frage war, und das berührt ja dann auch vielleicht die vierte dann nochmal, also Keynes würde doch gelehrt an der Universität. Das stimmt, aber es wird eben nicht der Keynes gelehrt, den man in seinen Originaltexten findet, sondern es ist ein völlig anderer Keynes, der da vorkommt. Vielleicht nochmal zuerst mal zur Historie. Also Keynes hat sein Hauptwerk 1936 veröffentlicht, das ist die allgemeine Theorie.
Und ich habe Ihnen ja schon erzählt, 1937 hatte er dann seine Herzkrankheit und durfte nichts mehr machen. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und er hat sich um neue Themen gekümmert. Das heißt, anders als alle anderen Ökonomen, und das ist eine ganz große Tragik, hatte Keynes nicht die Zeit und nicht die Gelegenheit, sein Hauptwerk nochmal zu überarbeiten, nochmal allen zu erklären, wie man das Hauptwerk interpretieren muss und so weiter. Also nur zum Vergleich, nicht? Adam Smith hat sein Hauptwerk Wohlstand der Nation noch mehrfach überarbeitet. Karl Marx ebenfalls, da gab es nochmal eine zweite Auflage, die hat er umgeschrieben. Dann gab es da noch Engels, der ständig erklärt hat, was da eigentlich drinsteht. Diese ganze Phase gab es bei Keynes nicht, sondern Keynes ist gestorben, ohne dass er hat sich nur noch in einem einzigen Aufsatz 1937 zu seinem Werk geäußert, um nochmal wichtigste Missverständnisse zu klären. Und das war's dann. So, und dann ist eben das Naheliegende passiert, nämlich die Neoklassik hat sich Keynes einverleibt und behauptet, dass das, was Sie da als Keynes beschreiben in Ihren Lehrbüchern, sei Keynes. Dabei sind dann aber mehrere zentrale Gedanken von Keynes völlig verschwunden. Das erste, der Gedanke, der da nicht mehr auftaucht, ach so, für die Ökonomen unter Ihnen, Sie kennen das, was Keynes sein soll, angeblich, ist das sogenannte ISLM-Modell. So, und da muss man schon misstrauisch werden. Es gibt für die, die sich wirklich auskennen, auch eine sehr, sehr, sehr schöne Parodie von einem Ökonomen aus den USA, der heißt Leon Hewitt. Und der hat das sehr schön dargestellt, wie erstaunlich das ist. Also die Neoklassik, der Kern der Neoklassik ist die Idee, es gibt ganz viele Anbieter, alle im Wettbewerb, ganz viele Nachfrager, also Kunden, Firmen, nicht? Ganz viele Firmen, Anbieter im Wettbewerb, ganz viele Kunden, Nachfrager im Wettbewerb, alle im Wettbewerb, dann treffen sie sich auf dem Markt, da gibt es eine Angebots- und eine Nachfragekurve. Und da, wo sie sich schneiden, das ist der gerechte Preis, der faire Preis, der Gleichgewichtspreis, der markträumende Preis. So, das ist die wichtigste Grafik der neoklassischen Ökonomie. So, ohne da jetzt in die Tiefen zu gehen, Keynes sieht angeblich so aus, IS, LM und wieder trifft sich alles. Da kann man schon sicher sein, dass da irgendwas schief geht und dass Keynes sozusagen falsch interpretiert wird. Also die Finanzmärkte kommen nicht mehr vor, die Rolle des Geldes wird wieder reduziert. Und ganz wichtig, Keynes war immer wichtig, dass es Rationalität nicht geben kann, weil die Zukunft unsicher ist. Davon ist nichts übrig geblieben, sondern jetzt wird wieder mit Risiken gerechnet, wo man Wahrscheinlichkeiten berechnen kann. Es gibt einen Homo economicus, der irgendwie rational sein kann und also weiter. Also Keynes kommt nicht vor, aber es heißt Keynes, damit man sich sozusagen seinen berühmten Namen sozusagen erben kann. Dann mache ich vielleicht die vierte Frage gleich dazu. Sie haben BWL studiert und sagen, ja, aber es gab doch solche Themen wie Zinselastizität und wann wird investiert. Zinselastizität meint einfach, wie stark kann der Zins steigen, bevor nicht mehr investiert wird, weil man sich die Kredite nicht mehr leisten kann. Ja, das ist eine vernünftige Theorie, da habe ich auch gar kein Problem mit. Das Hauptproblem, wenn es um den Mainstream geht, also Neoklassik, ist, wie Investitionen an sich begründet werden. Das erste ist, es wird davon ausgegangen, also jetzt rede ich sozusagen für die, die wirklich Experten sind und sowas interessant finden, immer noch hält sich die Theorie, dass man erst sparen muss, um dann investieren zu können. Das ist der Kern der Neoklassik, weil man dann sagen kann, okay, wenn die Unternehmer erstmal sparen müssen, dann müssen die ja auch erstmal ganz viel Gewinn machen, dann müssen die Löhne tief sein, sonst würde ja niemand investieren. Aber in Wahrheit ist es so, dass das Geld aus dem Nichts entsteht. Hier spart keiner, sondern man kann die Kredite einfach bei der Bank beantragen, dann werden die reingebucht, fertig. Also die ganze Geldtheorie ist schon falsch bei der Investition. Dann ist es so, dass man eben immer denkt, die Gewinne müssen hoch sein, damit investiert wird. Das ist auch falsch. Die Nachfrage muss hoch sein. Das kann man auch empirisch beweisen. Und so weiter und so weiter. Das heißt, das klingt zwar so, als das ist vielleicht sowieso die Gefahr. Ich höre jetzt aber gleich auf mit der ganzen Theorie. Neoklassiker machen ganz viele empirische Aussagen. Zum Beispiel machen sie die Aussage, die kennen sie alle: Man darf keinen Mindestlohn einführen, sonst kommt hier eine Rezession. Jetzt wissen Sie alle, es wurde ein Mindestlohn eingeführt, es gab aber gar keine Krise. Nicht? Der Mindestlohn war eine gute Idee. Aber weil die Leute denken dann, wenn sie hören, dass Neoklassiker, Hans-Werner Sinn oder solche Leute, oh, Mindestlohn ist gefährlich, weil es eine empirische Aussage ist, denken sie, dass die Theorie auch empirisch sei, dass da irgendwie geforscht würde in der Realität. Nein,
Das sind alles mathematische Konstrukte. Aber ich höre jetzt mal auf. Wir müssen uns ja auch nicht einigen. Dann kam die Frage EZB, Nullzinspolitik. Was soll das eigentlich? Also was völlig richtig ist, ist die Beschreibung, die Sie geliefert haben. Wir haben einen negativen Guthabenzins. Den kennen Sie alle, der heißt bei Ihnen normalerweise jetzt Bankgebühr. Nicht? Sie kriegen Nullzins auf Ihre Girokonto, Sie kriegen auch auf Ihr Festgeldkonto praktisch keine Zinsen mehr. Aber man kann gar nicht so schnell gucken, wie die Sparkasse die Kontogebühren hochsetzt. Nicht? Das ist faktisch ein negativer Zins. Und was auch richtig beschrieben wurde, ist, dass das für die Versicherungen auf Dauer eine Katastrophe ist. Wenn das so weitergeht, wird hier keine einzige Lebensversicherung überleben. So, jetzt ist das so, dass immer gesagt wird, und darauf zielt ja Ihre Frage, dass man sagt, Draghi ist schuld, so ungefähr, nicht? Die EZB ist schuld, die setzt die Zinsen runter und man weiß gar nicht, wieso. Erstmal, bevor ich da weiter rede, muss man zur Kenntnis nehmen, und das ist wirklich interessant, dass weltweit die Zinsen im Keller sind, nicht nur in der Eurozone. Die Schweizer haben Negativzinsen, in Japan hat man Nullzinsen, in Großbritannien hat man, ich glaube, die sind gerade bei 0,25 Zinsen. Und die USA sind etwas höher, aber irgendwie bei 1. Das heißt, was wir hier haben, und deswegen sind die Zinsen im Keller, wir haben eine weltweite Wachstumsschwäche. Und es ist eben so, wenn es kein Wachstum gibt, kann es keine Zinsen geben. Denn die Zinsen werden aus dem Wachstum finanziert. Jetzt ist es aber, das wissen Sie auch, und das ist ja Ihre Frage, in der Eurozone sozusagen noch eine Umdrehung schärfer, weil wir haben ja nicht nur negative Guthabenzinsen, sondern wir haben ja auch noch eine EZB, die jeden Monat 60 Milliarden an Staatsanleihen aufkauft und noch Geld zusätzlich in die Banken pumpt, nicht nur, dass wir schon längst bei Nullzins sind. Das hat damit zu tun, dass wir in der Eurokrise eigentlich eine Konjunkturpolitik bräuchten. Das ist etwas, was Draghi auch die ganze Zeit sagt. Es müssen zwei Dinge passieren. Ich kann jetzt nicht die ganze Eurokrise erklären, dann wären wir auch noch übermorgen hier, aber Draghi ist der schlauste Zentralbankchef, den wir je hatten. Und in jeder Rede sagt er eben, Deutschland muss zwei Sachen machen. In Deutschland müssen die Löhne steigen und Deutschland muss investieren. Das heißt, wir müssen weg von dieser schwarzen Null. Aber Sie wissen, wie die Lage in Deutschland ist. Die Löhne steigen viel zu schwach und die schwarze Null ist sozusagen inzwischen hat sozusagen einen Heiligenschein bekommen und ist schon quasi religiöses Dogma. Weil die Konjunkturpolitik nicht stattfindet, muss Draghi Geldpolitik machen, also Zinspolitik, obwohl er weiß, dass das nicht bringt. Er weiß genau, dass er am Rande seiner Möglichkeiten ist. Aber wenn die deutsche Politik sich nicht verändert, was soll Draghi machen? Wenn Sie noch mehr Fragen haben, dann stellen Sie einfach nochmal Fragen zu dem Thema. Ich kann ja nicht ewig reden. Und dann kam die sehr gute Frage, alle Fragen waren gut, aber auf die Frage habe ich gewartet. Warum heißt das ganze Ding, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung? Da ist die knallharte Wahrheit, dass dieser Titel gar nicht von mir ist, sondern von meinem Verleger. Nicht, dass Sie denken, ich würde meinen Verleger kritisieren wollen, ich verstehe mich sehr gut mit ihm, aber meine Idee für den Buchtitel war der jetzige Untertitel, nämlich die Krise der heutigen Ökonomie, was wir von Adam Smith, Karl Marx und Keynes lernen können. Und da meinte mein Verleger zu mir, das kauft keiner. Ja, das sagen Sie auch schon alle, genau. So, und dann ging er irgendwie in sich, wie weiß ich nicht. Jedenfalls tauchte er dann mit diesem Titel auf. Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Ich muss zugeben, ich war eigentlich ziemlich entsetzt am Anfang und habe meine Kollegen in der Taz gefragt, wie sie das finden. Meine Kollegen in der Taz waren auch alle entsetzt, weil die kamen dann immer, kamen dann immer solche Bemerkungen wie, ja, das gibt's doch schon, kein Sex ist auch keine Lösung, kein Alkohol ist auch keine Lösung. Es gibt auch schon kein Kommunismus, ist keine Lösung. Na gut, dann habe ich das meinem Verleger gesagt, dass meine ganzen Taz-Kollegen das aber irgendwie gar nicht richtig fänden. Und Sie sehen, was daraus geworden ist. Er hat sich nicht beeindrucken lassen. Und im Rückblick muss man sagen, er hatte recht. So, aber jetzt dürfen Sie nicht denken, dass dieser Titel gar nichts mit dem Buch zu tun hätte,
das könnte ja der Eindruck sein, der jetzt so entsteht, sondern das ist jetzt sozusagen eine ironische Anspielung auf die Neoklassik. Ich habe Ihnen ja erklärt, dass der Kapitalismus, so wie er funktioniert, da gar nicht vorkommt, sondern dass es so eine Tauschwirtschaft ist. Und dagegen wendet sich sozusagen dieser Titel, dass das nicht geht, die Realität zu ignorieren. Ja, steht, ja. Wir kommen dann zur zweiten Fragerunde. Eine Sekunde. So. No, die Hände müssen oben bleiben, sonst kann ich ja keine erkennen, ja. Zwei habe ich, ja. Noch jemand? Nee, gut. Dann der, ja. Ja, vorausgeschickt ein Schlüsselerlebnis in einer Diskussion mit einem namhaften Ökonomen, den ich lieber nicht nennen will. Der hat mich gerüffelt. Der hat mich gerüffelt, weil ich nicht einsehen wollte, dass der Erste Weltkrieg nicht die wahre Lösung der Wirtschaftskrise gewesen sei. Ich war natürlich der naiven Meinung. Der Zweite, meinen Sie? Ich war der naiven Meinung, John Maynard Keynes wäre die Lösung gewesen und war der Meinung, Kriege schaffen keine Werte, sondern zerstören Werte. Wie gesagt, nein, der Weltkrieg war der Reset-Knopf. So, nun will ich rekapitulieren, was ich eigentlich fragen will. Mhm. Also, der Chicago-Konsensus, oder soll ich sagen Nonsensus, besteht darin, in der Angebotsseite, die Dinge müssen immer billiger werden, denn dann kaufen die Leute auch noch eine zweite, dritte, vierte Swatch-Uhr, wenn sie auch schon welche haben. So, damit die Dinge immer billiger werden, müssen natürlich die Kosten sinken, vor allem die Lohnkosten. Ach so, Swatch-Uhren kaufen ja keine Swatch-Uhren, was machen wir denn da? Ach ja, dann machen wir die Kredite billiger. Irgendwann werden die Kredite fällig, gibt es eine Schuldenkrise, was machen wir denn da? Ja, dann schaffen wir Negativzins. Ja, irgendwann wollen die Leute negativ nicht mehr zahlen, also müssen wir das Bargeld abschaffen. Und jetzt kommt die Frage, wann ist der nächste Reset-Knopf fällig? Wann brauchen wir unbedingt den nächsten Weltkrieg? Ja. Ich habe mal eine Frage zu den eingefrorenen Devisen. Ja. Also, worin soll der Vorteil von eingefrorenen Devisen auf die Volkswirtschaft liegen? Ist es nicht so, dass variable Devisen gerade der Puffer zwischen den unterschiedlichen, der Gummipuffer zwischen den unterschiedlichen Volkswirtschaften sind? Und also meiner Meinung nach, wenn es den Euro nicht gäbe, gäbe es auch keine Griechenland-Krise. Danke. Ach so, ja, das ist okay. Ja, also der nächste Weltkrieg. Also was man ja sehen kann, ist, dass wenn eine falsche Wirtschaftspolitik betrieben wird, zum Beispiel in der Eurozone, ohne darauf jetzt zu tief einzugehen, aber so wie das im Augenblick gestaltet wird in der Eurozone, ist es ja so, dass viele Länder schwer in der Krise sind, hohe Arbeitslosenraten haben. Und was wir dann sehen können, ist, dass die allgemeine Aggression wächst und auf jeden Fall, dass die politische, dass die Regierbarkeit dieser Länder nicht mehr existiert. Also das letzte Beispiel dieser Art, und das passt eben in diese Kette von Problemen, ist Italien. Wenn man sieht, dass die Wahl war ja gestern, und wenn Sie wissen, was dabei rausgekommen ist, Berlusconi und die Lega Nord haben 37% und Cinque Stelle haben 40% und die klassischen Parteien sind zusammen bei ungefähr 20%. Das heißt, da ist das klassische Parteienspektrum existiert nicht mehr. Das Gleiche haben wir schon in Frankreich, nicht? Also in Frankreich gibt es nur noch Bewegungen. Die Front National ist eine Bewegung und Macron war auch eine Bewegung. In Spanien gibt es jetzt den Katalonien-Konflikt. Der hat auch unmittelbar mit der Eurokrise zu tun, denn ich meine, das Problem Katalonien gibt es seit 400 Jahren. Die Unterdrückung der Katalanen gibt es seit Franco, also seit 1936. Wenn man jetzt plötzlich jetzt so eine Krise austrägt, politisch austrägt, dann hat das immer ökonomische Ursachen. Das Einzige, was mich tröstet, also die Stimmung ist schon so, auch in Deutschland, in Niederlanden, überall gibt es ja schon Rechtspopulisten. Also die Stimmung ist schon so, dass man denken könnte, dass es wieder auf einen Krieg zuläuft. Und das einzig Günstige ist,
aber das ist jetzt nur eine These, die müssen Sie nicht teilen, aber dass es zu wenig Kinder gibt, als dass man noch sie als Soldaten opfern wollte. Das, nee, sozusagen das, was alle eine demografische Katastrophe nennen, finde ich eigentlich tröstlich. Das ist jetzt vielleicht zynisch, aber das zeigt, wie gefährlich falsche Wirtschaftspolitik ist. Denn eins ist ganz sicher, der Zweite Weltkrieg ist durch falsche Wirtschaftspolitik ausgelöst worden. Denn ohne die, also die Deflationspolitik, dass man also in die Krise reingespart hat, wäre Hitler nie an die Macht gekommen. Jetzt die eingefrorenen Devisen. Also was bringt das eigentlich einen festen Wechselkurs? Für die, die vielleicht jetzt nicht Volkswirtschaft studieren, ihr Einwand ist völlig richtig. Wenn das gut läuft mit den freien Devisenkursen, dann ist es in der Tat so, dass die unterschiedlichen Kurse einfach spiegeln, wie sich die Inflation in den einzelnen Ländern entwickelt. Also nehmen wir mal, das kennen Sie ja noch alle aus Ihrer Zeit, Italien in den 70er Jahren. Nicht Italien hatte einfach immer traditionell höhere Lohnsteigerungen als Deutschland. Deswegen gab es in Italien auch mehr Inflation. Und das Ergebnis war, dass die Lira immer wieder abgewertet werden musste. Und dass, wenn man nach Italien fuhr und da Eis kaufte, dann kostete erst ein Eiskugel 1.000 Lira und dann kostete sie 3.000 Lira. Und irgendwann wurde die Lira völlig umgestellt und es gab so ein paar Nullen wurden gestrichen und es gab so eine Art neue Lira. Das ist sozusagen das Gute an flexiblen Wechselkursen, dass man unterschiedliche Inflationsraten auf diese Weise bequem koordinieren kann. Das Problem ist nur, dass diese Art von Korrektur zwar stattfindet, aber ungefähr 1% dessen ist, was auf den Finanz- und Devisenmärkten stattfindet. Also nur ein Beispiel, damit Sie sehen, was da los ist. Im Augenblick ist es so, dass wir Derivate haben, weltweit von einem Nominalwert von 490 Billionen Dollar. Die Weltwirtschaft selbst hat aber nur eine Wirtschaftsleistung von ungefähr 75 Billionen Dollar. Da kann man also sehen, dass die Derivate sich komplett entkoppelt haben von der realen Wirtschaftsleistung. Und die meisten Derivate lauten aber auf Devisen. So, und das heißt, wenn man erstmal, der Spekulationsanteil ist eben immer viel zu groß. Oder was auch passiert, das ist jetzt nicht Derivat, sondern das ist dann eine andere Variante. Man kann sich ja fragen, wieso kann man eigentlich bei Devisenspekulation überhaupt Geld machen? Denn eigentlich ist es ja ein Nullsummenspiel. Was der eine gewinnt, verliert der andere. So, und dass Devisenspekulation aber Gewinn produziert, liegt daran, dass man zwischendurch ganze Volkswirtschaften zerstören kann. Das läuft so, dass man dann, da werden vor allen Dingen Schwellenländer, aber das trifft zum Teil früher, also vor dem Euro hat das dann auch Länder wie Italien oder Frankreich zwischendurch getroffen. Erst gehen die Investoren rein und dann werden sie irgendwann panisch und dann gehen sie alle wieder raus. Und das kann man eben nicht riskieren. Also insofern sind fixe Wechselkurse letztlich besser, weil man da sicher gehen kann, dass wenn Leute investieren, sie in die Realwirtschaft investieren müssen. Also in die echte Produktion und mit diesen Spekulationsgeschäften keine Gewinne machen können. So. Also in einer idealen Welt, das ist ja das, was die Neoklassiker immer beschreiben, die ideale Welt, wären flexible Wechselkurse super, aber die reale Welt funktioniert völlig anders. Keine Fragen mehr, ich glaube es nicht. Doch, es sind noch Fragen. Ja, mich würde interessieren, wie bei endlichen Ressourcen Wachstum generiert werden kann. Ja. Ja, Maya, nochmal. Aber nur mit Mikro. Es kommt. Frau Paul ist auf Weg. Ja, Frau Herrmann, irgendwie ist das ganze Geldsystem meines Erachtens etwas kurz gekommen. Mhm. Denn das ganze Geldsystem, wir leben ja in einer riesigen Geldblase. Mhm. Und namhafte Ökonomen sagen ja, ein Crash voraus wird so geschätzt auf 2030, weil das System nicht länger halten kann, weil das, weil die Geldmenge nicht mehr mit der Realwirtschaft zusammenhängt. Das ist eigentlich eine ganz gefährliche Entwicklung, dass man das nie hat stabilisieren können. Können Sie dazu etwas sagen? Ja, ich hätte eine Frage, und zwar
es gehört nicht vielleicht ganz hierher, aber die Agenda 2010, da hat man ja die Arbeitsmarktpolitik, hat man ja einen Paradigmenwechsel vorgenommen. Inwieweit hat das die deutsche Wirtschaft gepusht oder hat nicht mehr eine Rolle gespielt, dass der Euro für uns halt eben günstig ist, also günstige Währung? Okay. Ja, also Frage 1, endliche Ressourcen, wie will man da endlos wachsen? Völlig richtig. Also man kann sehen, dass der Kapitalismus an sein Ende kommt. Also es ist ja ein System, das Wachstum produziert. Es ist aber auch ein System, das Wachstum benötigt, um stabil zu sein. Und man kann nicht endlos wachsen. Und man sieht ja jetzt schon, dass es zwei absolute Grenzen gibt. Nämlich das eine ist die Ressourcen- oder Rohstofffrage. Und als andere ist natürlich die Umwelt. Denn wir verändern ja nicht nur das Klima, das ist jetzt sozusagen immer die Hauptfrage und die ist auch wichtig, aber in Wahrheit ist es ja so, dass wir alles zerstören. Boden, Wasser, Luft, Insekten, nichts überlebt. Und für Westeuropa gilt, dass wir im Augenblick 3 Planeten verbrauchen, aber ja bekanntlich nur einen haben. Also so kann das auf keinen Fall weitergehen. Aber ich glaube, um jetzt nochmal auf den Vortrag zurückzukommen. Also wenn man sich jetzt fragt, wer wäre dafür zuständig, Theorien zu entwickeln, die den Ausstieg aus dem Kapitalismus modellieren, dann wären das natürlich die Volkswirte. Die versagen aber völlig. Denn wenn man nur eine Tauschwirtschaft ins Zentrum rückt und die Rohstoffe irgendwie schon immer da sind, die man dann hin und her schiebt, dann kann diese existenzielle Überlebensfrage des Planeten überhaupt nicht sinnvoll gestellt werden. Und soweit ich das sehe, das habe ich auch schon bei Volkswirten ausprobiert, diese These. Ich habe mal beim Statistischen Bundesamt gefragt, wie viele hauptamtliche Ökonomen es gibt. Da stellte sich raus, es gibt 15.000. Und ich würde die These wagen, dass nicht ein einziger sich sinnvoll mit der Ressourcenfrage auseinandersetzt. So viel dazu. Das heißt, man kann diese Fehlentwicklung in der Theorie nicht ignorieren, denn wenn die Theorie sozusagen die zentralen Fragen nicht stellt, dann werden da auch gar keine Antworten generiert. Dann das Geldsystem und die Geldblase, Sie haben völlig recht, das Geldsystem zu also um das Geldsystem zu verstehen, und da müssen Sie jetzt durch, ist, das hatten wir vorhin auch schon mal ganz kurz, ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass Geld aus dem Nichts entsteht. Das hat jetzt auch die Bundesbank im April 2017 endlich zugegeben. Das ist unwahrscheinlich, dass selbst die Bundesbank als zentrale Institution, die für das Geld zuständig ist, 60 Jahre lang die falsche Geldtheorie hatte. Geld entsteht in dem Moment, wo ein Kredit vergeben wird. Das klingt vielleicht jetzt mal wahnsinnig abstrakt. Wie kann Geld entstehen, wenn durch ein Darlehen? Das war aber schon immer so. Das Interessante ist, dass schon vor 4000 Jahren die Mesopotamier im Irak genau das gleiche Geld hatten wie wir heute. Und man kann es eigentlich an Mesopotamien besser erklären als heute, wie das Geld funktioniert. Deswegen ein ganz kurzer Abstecher nach Mesopotamien. Ja, weil dann verstehen Sie auch schneller, wie die Geldblase zustande kommt. Also damals war es so, dass die Menschen auch schon Fernhandel betrieben haben, am liebsten mit Anatolien, also Osttürkei, weil in Anatolien gab es Silber und an dieses Silber wollten die Menschen in Mesopotamien, also im heutigen Irak, rankommen. Und kein einziger Kaufmann hatte genug Waren und Lasttiere, um jetzt so eine Karawane auszurüsten, die dann auch ein Jahr weg war. Also haben sie sich das alles zusammengeliehen und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Kaufleute, die zu Hause blieben, wollten natürlich wissen, dass sie sicher gehen, dass sie in einem Jahr das Waren plus Zins wiedersehen. Und deswegen gab es dann diese Schuldscheine, die man eben gefunden hat. Und auf den Schuldscheinen stand sinngemäß drauf, Kaufmann A verspricht Kaufmann B, in einem Jahr die Waren plus Zins zurückzuzahlen. So, jetzt können Sie sich vorstellen, und das ist der Moment, wo das Geld entsteht, dass Kaufmann B sich gedacht hat, ist doch völliger Unsinn, dass ich jetzt warte, bis A in einem Jahr aus Anatolien zurück ist. Ich reiche diesen Schuldschein schon mal weiter an Kaufmann C, um meine Zahlungsverpflichtungen zu begleichen. Und dann kann C sich ja bei A melden, wenn der zurück ist. So, C hat natürlich auch nicht gewartet, sondern den Schuldschein auch schon mal weitergegeben. Und so sehen Sie, mit einem Kredit, der verbrieft wurde, also ein Schuldschein wurde, das ist der technische Ausdruck, wird zu Geld, so schnell kann man gar nicht gucken, da rotiert er dann in Mesopotamien. So, und genau dieses Kreditgeld haben wir auch heute, nur dass wir natürlich diese Schuldscheine nicht mehr haben, sondern wir haben jetzt Girokonten. Aber da läuft das ähnlich, und um das jetzt einfach mal platt zu sagen, wie es etwas platt, aber so ungefähr ist es, am besten kann man das klar machen beim Überziehungskredit.
Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Konto und auf diesem Konto ist kein Geld. Also ich weiß jetzt nicht, wie schwer Ihnen das fällt, sich vorzustellen, dass auf Ihrem Konto kein Geld ist. Genau, also einige können sich das vorstellen. So, aber Sie haben eben diesen Überziehungskredit ausgemacht. Und dann wissen Sie ja, wie das geht. Sie gehen mit Ihrer EC-Karte zum Geldautomaten, kommt Geld raus und genau in dem Moment bucht die Bank bei Ihnen ein Minus auf das Girokonto. Und volkswirtschaftlich gesehen ist genau in diesem Moment neues Geld entstanden. Wenn Sie dann irgendwie wieder zu Einkommen kommen, Lohn wird gezahlt, sonst was passiert und Sie zahlen Ihren Überziehungskredit zurück, dann ist das Geld auch wieder weg. Das heißt, in der Summe ist es so, dass so viel Geld, dass die Geldsumme ungefähr der Kreditsumme entspricht. So, das ist absolut genial, dass das Geld aus dem Nichts entsteht, weil sonst könnte man das Wachstum gar nicht finanzieren. Wo soll sonst mehr Waren, da braucht man mehr Geld, wo soll das denn herkommen? So, das entsteht eben aus dem Nichts. Und solange man Kredite gewährt, mit denen man dann, platt gesagt, Maschinen baut, um neue Waren herzustellen, ist dieser ganze Mechanismus segensreich und genial. Denn dann hat man zwar mehr Geld, aber man hat ja, weil man die Maschinen gekauft hat, hinterher auch mehr Waren und alles ist wie vorher. Ganz gefährlich wird es, und das ist eben die Welt, in der wir jetzt leben. Wenn eine Bank einer anderen Bank, also sagen wir Bank A gibt Bank B einen Kredit und Bank B gibt Bank A einen Kredit, dann das klingt vielleicht wie ein Nullsummenspiel. Nee. Durch diese Interbankenkredite wird ständig Geld geschöpft, mit dem die Banken dann spekulieren. Und dadurch kommt diese enorme Geldblase zustande, die wir jetzt haben. Und man kann das auch genau datieren, ab wann es diese Geldblase gibt. Nämlich 1980 wurden die Banken dereguliert. Vorher war das alles sehr strikt reguliert, dann wurde alles freigegeben. Und seitdem haben wir ein System, das sieht so aus. Das muss ich jetzt mal mit meinen Händen zeigen. Also die reale Wirtschaft wächst schwach, nicht? Das ist die reale Wirtschaft. Und darüber pumpt sich ein Riesengeldberg auf. Und das ist alles in nur 20 Jahren passiert. Also von 1980 bis 2000 ein Riesengeldberg. Und seitdem ist der Geldberg eigentlich so mehr oder minder konstant, schwabbelt aber so vor sich hin. Dass der Geldberg nicht noch stärker nach oben gegangen ist, liegt einfach daran, dass jeder, der Geld hat, damit kommen wir auch wieder zu dieser Zinsfrage, will ja irgendwie eine Rendite. Sie wollen ja nicht Geld haben, was wollen Sie denn mit Geld? Sie wollen ja irgendwie ein Einkommen mit diesem Geld erzielen. Das heißt, Sie wollen Mieten kassieren, Zinsen, Dividenden. Nur diese Renditen, die werden aus der Realwirtschaft erwirtschaftet. Wenn die aber nicht wächst, dann können auch die Renditen nicht wachsen. Das heißt, irgendwann war Ende mit lustig bei diesem Geld aufpumpen. So, jetzt haben wir aber, das ist aber keineswegs stabil, sondern wir hatten jetzt in 10 Jahren schon 3 Finanzkrisen und wir warten ja alle auf die 4. Das heißt, da oben wabbelt eben immer dieses Geld und irgendwann kommt wieder der Crash. Und ich glaube, dass Sie nicht recht haben, wenn Sie denken, der Crash kommt erst 2030. Der kommt vorher. Aber das war ja, Sie haben ja auch nur jemanden zitiert, nicht? Also, wen immer Sie da zitiert haben, das war ein Optimist. So, gut. Und dann kam noch die Agenda 2010, ja. Das ist also natürlich auch so ein Produkt der Neoklassik gewesen, nach dem Motto Löhne runter. Also was wir faktisch gemacht haben, also wenn wir jetzt, wir haben ja schon über die Euro-Krise geredet und wenn man sich fragt, was ist das Schlimmste in der Euro-Krise, also es gibt viele verschiedene Schwierigkeiten, aber dann ist eben tatsächlich dieses Lohndumping der Deutschen das zentrale Problem. Denn die Eurozone wird nicht an Griechenland scheitern. Die Griechen werden bis zum Schluss irgendwie im Euro hängen, sondern die Eurozone wird scheitern in dem Dreieck Deutschland, Frankreich, Italien. Denn das Problem, das ist für die Franzosen und für die Italiener, dass sie gegen Deutschland nicht mehr konkurrieren können. Um jetzt mal Frankreich zu nehmen, das ist ja ihr Nachbar, ein gesundes, großes Industrieland. Deutsche denken ja immer gerne, in Frankreich würde nichts funktionieren und so weiter, aber das ist alles nur dieses deutsche Besserwissertum. Faktisch ist Frankreich eine florierende Industrienation. Nur Frankreich hat das Pech, dass sie sich an die Regeln gehalten haben. Frankreich hat alles richtig gemacht, denn Frankreich, wenn man, was passiert ist, also 1999 ist der Euro eingeführt worden und seitdem ist die Produktivität
in Frankreich und auch in Deutschland ungefähr um 20% gestiegen. Das heißt, man kann dank des technischen Fortschrittes ungefähr 20% mehr Waren herstellen. Was haben die Franzosen gemacht? Sie haben mit der Produktivität auch ihre Reallöhne steigen lassen, auch genauso. Also wenn man die Inflation abzieht, ne, haben die Franzosen auch 20% mehr Lohn und damit können sie die 20% Waren, die man zusätzlich hergestellt hat, auch kaufen. Alles wäre super, wenn sie nicht nebenan einen Nachbarn namens Deutschland hätte, wo das auch so ist, Produktivität geht um 20% hoch, nur die Reallöhne gehen nicht hoch. Sie wissen, dass zwischen 2000 und 2014 die Reallöhne in Deutschland im Mittel gar nicht gestiegen sind. Und seitdem steigen sie ein bisschen, aber nicht stark genug. So, jetzt ist das Problem der Franzosen und das Problem ist existenziell. Sie haben gegenüber Deutschland einen Wettbewerbsnachteil von 20 Prozentpunkten. Wie sollen sie diese Lücke schließen? Es geht nicht. Jetzt gibt es natürlich Macron, davon haben Sie auch schon gehört, der führt jetzt so eine Agenda 2020 Light ein und will irgendwie die Löhne der Franzosen so ein bisschen drücken. Aber er wird niemals diese Wettbewerbslücke schließen können. Es geht politisch nicht und das hält keiner durch. Ne? Dann hat man sofort Le Pen an der Macht. Und es geht natürlich auch ökonomisch nicht. Also wenn die Franzosen jetzt anfangen, ihre Löhne nach unten zu drücken, dann haben sie da eine Riesenrezession. Sondern die Lösung muss sein, dass die Deutschen ihre Löhne erhöhen, bis diese Wettbewerbslücke schon wieder geschlossen ist. Ja, das sagt Macron auch. Ja. So, und Sie wissen aber in Deutschland, und das heißt in Deutschland, das ist nicht von mir, nicht? Das sagt zum Beispiel der Wirtschaftsweise Peter Bofinger, müssten wir hier jedes Jahr die Löhne um 5% erhöhen, damit man den Euro rettet. So, und Macron ist natürlich ein interessanter Fall, weil Macron das ja durchschaut, dass das Problem ist. Und Macron hat ja schon gesehen, wie zwei seiner Vorgänger, Sarkozy und Hollande, an Merkel gescheitert sind oder an Schäuble. Und eins ist ganz sicher, Hollande hat nicht vor, an Deutschland zu scheitern. Das heißt, er hat... Macron, ja nicht Hollande, nee. Macron hat nicht vor, an Deutschland zu scheitern. Er hat erstmal gewartet, bis hier eine Regierung ist. Er eskaliert nicht. Das heißt, er macht erstmal Vorschläge, wie die Deutschen könnten ja die Löhne erhöhen und man könnte ein gemeinsames Investitionsbudget in Europa haben und so weiter. Aber wenn die Deutschen nicht liefern, dann bin ich sicher, dass er seine Waffen auspackt. Das würde ich jedenfalls an Macrons Stelle machen. Frankreich und Italien hat das gleiche Problem, können im Euro nicht überleben, Wenn Deutschland sich nicht bewegt. Und das, was ich so interessant finde, ist, dass die Deutschen immer denken, sie hätten eine Wahl. So nach dem Motto, ja, wir können ja mal überlegen, ob wir großzügig sind. Aber wir haben keine Wahl, weil wir sind die großen Profiteure des Euros. Und man kann aber nicht diese Exportüberschüsse haben, das sind ja inzwischen 300 Milliarden Euro im Jahr. Nicht? Dann ist es ja völlig klar, wenn man selber Überschüsse hat, muss ein anderer Defizite haben. Und dann sich über die Defizite der anderen aufzuregen, ist ja wohl ein Witz. Also, es ist furchtbar. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Ich hätte jetzt nur die Schlussfolgerung von mir. Die SPD muss die Agenda 2010 aufarbeiten. Ja, völlig richtig. Aber ich sehe schon, viele von Ihnen waren auch bei Kevin Kühnert, nehme ich an. Da wurde das ja bestimmt auch schon alles breit diskutiert. Ja. Ja, weitere Fragen liegen nicht vor. Dann darf ich noch kurz darauf hinweisen, dass Sie ja alle deswegen gekommen sind, weil Sie der Meinung sind, dass Wirtschaftsfragen nicht bloß akademische Fragen sind, sondern politische Fragen. Und dass es eben wichtig ist, dass es jemand gibt, der, sage ich mal, diese recht komplexen Zusammenhänge, die andere noch komplexer machen wollen und noch mehr verschleiern wollen, dass da auch jemand existiert, der das eben in Klartext so umschreibt, dass man es auch als politische Frage verstehen kann. Und das hat Frau Herrmann heute Abend ganz toll gemacht und uns diese schwierige... diese schwierige Materie so dargestellt, dass wir das alles auch nachvollziehen können. Und wer das noch weiter nachvollziehen will, der kann eben dieses schlaue Buch erwerben, das hier von der Buchhandlung St. Johann heute Abend auch angeboten wird. Und im Anschluss daran wird Frau Herrmann, davon gehe ich mal aus, das Buch auch entsprechend signieren. In diesem Sinne wünsche ich uns einen schönen Abend und ich darf Sie wie immer zum kleinen Umtrunk einladen.